Hallo, liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde. Der Jahreswechsel hat es wirklich in sich mit der großen Konjunktion, dem Beginn der Luftepoche und allem, was wir jetzt erleben. Jetzt wollen wir schauen, was der erste Monat des Jahres 2021 für uns bereithält. Am 6. Januar wird der Mars nach über 6 Monaten im Widder nun endlich ins Zeichen Stier weiterziehen. Aber bringt das eine Beruhigung oder bleibt es turbulent? Und wie wirkt sich das für euer Leben und eure Beziehungen aus? Das und mehr erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Januar 2021. Die Timecodes für jedes Sternzeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung unter meinem Horoskope-Shop. Im Januar haben wir wieder einige wichtige kosmische Ereignisse. Am 6. wechselt der Mars in den Stier und zu Neumond wird Überraschungsplanet Uranus nach Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig. Das heißt, er entfaltet im Januar eine starke Wirkung. Und das wiederum bedeutet, es kann zu einigen Turbulenzen kommen. Trotzdem haben wir auch freundliche Tendenzen, vor allem für die Liebe, denn Venus und Mars verbinden sich zwischen dem 8. und dem 18. Januar zu einem erfreulichen Liebes- und Harmonieaspekt. Dann haben wir am 13. Januar einen mächtigen Transformationsneumond in Steinbock in Verbindung mit Pluto. Dazu werde ich dann wieder einen Livestream machen. Und wenn die Sonne am 19. Januar in den Wassermann geht, aktiviert sie gleich als erstes die neue Energie von Jupiter und Saturn, die jetzt im Wassermann stehen. Das heißt, in der zweiten Monatshälfte herrscht eine innovative, aber auch nervöse Stimmung vor. In gewisser Weise gibt uns der Januar einen Vorgeschmack auf das ganze Jahr. Deshalb spürt genau rein, wie sich der Monat entwickelt. Dann wisst ihr ein bisschen, wie der Rest des Jahres werden kann. Bevor gleich der Sternzeichenteil kommt, hier noch ein Hinweis. Die Sternzeichenhoroskope können euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber sie können natürlich nicht eure individuellen Themen abbilden. Wenn ihr spezifische Fragen habt, dann können die in einer Beratung geklärt werden. Oder ihr wählt ein schriftliches Horoskop, in dem die Transite zu den persönlichen Planeten genau gedeutet werden. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In diesem Monat gibt es 2 Gewinnerinnen, und zwar aus der Verlosung des Jahreshoroskops und der Verlosung aus dem Dezember. Und hier sind die Namen der Glücklichen. Ein von mir persönlich signiertes Jahrbuch geht an Eva Maria Wörner und eins geht an Dominik Reichel. Herzlichen Glückwunsch, liebe Eva Maria und liebe Dominik. Bitte schreibt mir an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse service@antonialangsdorf.com mit eurer postalischen Adresse, damit ich euch die Bücher zuschicken kann. Auch im Januar habe ich wieder eine Verlosung für euch. Und mehr dazu und was ihr gewinnen könnt, das erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos. Und den findet ihr auch unten in den Timecodes. Jetzt kommen wir zu den 12 Sternzeichen. Und ich empfehle euch, auch in das Zeichen eures Aszendenten zu schauen. Wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Es bleibt weiterhin turbulent für euch, denn euer Herrscher Mars wird nun im Laufe des Januars Unruhestifter Uranus herausfordern. Die Sonne, Pluto und Merkur im Steinbock hier bei euch im Karrierehaus, die zeigen, dass ihr schon gleich zu Jahresbeginn entweder beruflich gefordert seid oder wichtige Entscheidungen treffen müsst. Bis zum 7. Januar unterstützt euch die Venus dabei, freundlich und optimistisch zu verhandeln bzw. gute Pläne mit guten Leuten zu machen. Und wenn ihr im März Geburtstag habt, spürt ihr sicherlich schon den günstigen Einfluss von Saturn und Jupiter im Wassermann, die Lust auf eine neue Ausrichtung machen. Ihr habt dadurch sowohl einen realistischen wie auch optimistischen Blick in die Zukunft. Am 6. spätabends passiert etwas für euch sehr Wichtiges, dann zieht nämlich der Mars aus dem Widder weiter in den Stier und verlässt nach mehr als 6 Monaten euer Zeichen. Das ist eine Veränderung der Energie, doch weniger wird es nicht. Der Mars befindet sich dann für den Rest des Monats im Einflussbereich von Uranus und auch Lilith, was ihn stark auflädt und elektrisiert.
Bis Mitte des Monats kommt es gleichzeitig zu einem Frustrationsaspekt zwischen Mars und Saturn. Das heißt, ihr wollt loslegen, aber es gibt Widerstände und Verzögerungen, wodurch sich starker Druck aufbaut. Besonders spannungsgeladen ist in dieser Hinsicht der Neumond am 13. Januar im Steinbock. Er deutet auf neue Möglichkeiten und einen Neubeginn in eurer Karriere hin. Achtet darauf, dass ihr in dieser Zeit nicht die Geduld verliert, denn ihr könntet euch sonst eine gute Chance verderben. Denkt an die 90-Sekunden-Regel, also 90 Sekunden abwarten, tief durchatmen und Emotionen von Wut und Frustration nicht gedanklich verstärken. Es kann nämlich sehr gut sein, dass ihr dann ab dem 17. Januar eine Art Durchbruch erlebt und dann habt ihr plötzlich so viel Schwung, dass ihr darauf achten müsst, nicht die Kontrolle zu verlieren und ungebremst übers Ziel hinauszuschießen. Deswegen lasst euch nicht hektisch machen oder provozieren. Behaltet euer Ziel genau im Auge, dann könnt ihr ganz viel erreichen im Januar. Für eure Vitalität sind die Einflüsse vom 17. bis zum 25. sehr erfrischend und bringen euch gleich zu Jahresbeginn auf Trab. Wundert euch nicht, wenn ihr dann weniger Schlaf braucht als sonst. Sport und Bewegung helfen euch, um abends entspannt ins Bett zu fallen. Aber ihr solltet keine unnötigen Risiken eingehen und auf eure Sicherheit achten. Die Aspekte könnten euch allerdings zu finanziellen Risiken verführen. Neue Projekte solltet ihr im Januar vorsichtig angehen. Vor allem todsichere Tipps von Freunden oder Netzwerkbekannten sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn man euch zum Beispiel überreden will, in ein Direktmarketing einzusteigen und dafür viel Geld zu investieren, wartet lieber erstmal ab, am besten sogar bis Ende Februar. Projekte, die bereits gut laufen, sind meistens nicht so betroffen. Aber auch dabei kann es um die Mitte Januar herum zu Auseinandersetzungen ums Finanzielle kommen. Da kommt es dann auch ein bisschen auf euch an, dass ihr die Fäden in die Hand nehmt und alle auf einen guten Kurs einstimmt. Ihr solltet dann im Team denken und nicht nur für euch alleine. Weil so viele kosmische Energien in euren Karriere- und Finanzbereich gehen, müsst ihr darauf achten, dass euer Privatleben nicht auf der Strecke bleibt. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid und Kinder habt, solltet ihr vielleicht einen Familienrat einberufen und mal alles besprechen. Dafür eignen sich besonders die Wochenenden vom 9. und 10. oder vom 23. und 24. Januar. Für flirtwillige Singles sind die ersten 10 Tage des Monats besonders günstig, um etwas anzubahnen. Und auch der Vollmond am 28. Januar im Löwen ist prickelnd für Liebe und Flirt. Er lädt den Mars nochmal mit heißer Energie auf und kann euch ganz wuschig machen. Tatsächlich könnte es ein erotischer Vollmond für euch werden, wenn ihr einen Liebespartner habt. Und diese Stimmung setzt sich auch am Wochenende darauf noch fort. Und wenn ihr Solo seid, nutzt die Energie doch für etwas Kreatives oder ein gutes Sportprogramm. An sich ist es ein Party-Vollmond, aber wer weiß, ob wir Ende Januar schon wieder viel unternehmen können. Also gilt, erfinderisch sein und die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Hallo liebe Stiergeborene und Stier-Aszendenten. Ihr könnt euch schon mal anschnallen, der Januar kann ein heißer Monat für euch werden. Und zwar sowohl beruflich als auch für eure Liebesangelegenheiten und eure Vitalität. Ihr könnt produktiv sein, Pläne machen und auch schon umsetzen, aber viele von euch werden die Zeitqualität auch als unruhig und hektisch erleben, besonders die Aprilstiere. Denn ihr steht nun nicht nur unter dem Einfluss von Uranus und Lilith hier in eurem Zeichen, sondern bald auch von Mars. Und außerdem empfangt ihr Spannungen von Saturn und Jupiter, die im Wassermann stehen. Wenn ihr im Mai Geburtstag habt, beginnt das Jahr vermutlich recht harmonisch und ohne viele Störungen. Natürlich hängt das auch davon ab, ob andere Planeten und Faktoren die nervösen Energien von Uranus empfangen. Das kann man aber nur am individuellen Horoskop ablesen. Am 6. Januar spätabends geht der Mars in den Stier und das bringt für euch einen deutlichen Energiewechsel. Diejenigen von euch, die in den letzten Monaten öfter schlapp und kraftlos waren, bekommen jetzt wieder Energie und Antriebskraft. Mars in eurem Zeichen, also im Stier, ist für euch immer ein Faktor für Motivation und Vitalität. Und das gilt dann sogar bis Anfang März. Doch im Januar wird der Mars erstmal einige kritische Aspekte bilden. Beruflich ist die Zeit ab dem 7. Januar und bis Ende des Monats zeitweise angespannt. Beteiligt ist auch Lilith, die ja bei euch im Stier steht und euch mehr als sonst kompromisslos machen kann.
So ist zum Beispiel denkbar, dass ihr eine potenziell gute Vereinbarung oder Verabredung platzen lasst, weil euch Details oder das Verhalten Beteiligter nicht passen. Oder ihr trefft eine ungewöhnlich riskante finanzielle oder persönliche Entscheidung. Das kann richtig sein, kann aber auch Schaden anrichten. Deswegen solltet ihr im Januar nicht nur auf euer Bauchgefühl hören, sondern alles auch methodisch und strategisch durchdenken. Lasst euch gegebenenfalls von Außenstehenden beraten, denen ihr vertrauen könnt. Grundsätzlich positiv für euch ist der Neumond am 13. Januar. Der ist gut, um berufliche oder private Pläne zu machen. Aber rechnet damit, dass die sich nicht so leicht oder sofort umsetzen lassen. In der Liebe bekommt ihr ab dem 8. Januar positive Aspekte von Beziehungsplanet Venus. Die stärken nicht nur eure festen Beziehungen, sie erhöhen auch die Chance, dass ein heißer Flirt entsteht oder sich gut weiterentwickelt. Das ist auch eine gute Nachricht für die Aprilstiere, denen die Venus ein bisschen Harmonie und Erholung von den stressigen Aspekten mit Mars und Lilith bringt. Vom 8. bis zum 18. Januar ist eine besonders leidenschaftliche Phase mit großer erotischer Anziehung. Und wenn ihr Single seid, lasst ihr euch dann wahrscheinlich schneller als sonst auf stürmische Erotik ein. Mit einem Flirtpartner dann eben. Für eure Gesundheit ist die Mars-Power grundsätzlich günstig, aber der Energieplanet wird auch Spannungen zu Jupiter bilden und die können euch sonst so bedächtige Stiergeborene leichtsinnig machen. In der Zeit vom 16. bis 24. Januar zeigen die Aspekte eine erhöhte Unfallgefahr. Lasst euch dann nicht hektisch machen oder unter Druck setzen. Versucht, alles in eurem eigenen Tempo zu erledigen. Auch gemäßigter und kraftvoller Sport ist gut, denn der Einfluss von Uranus kann euch unruhig und schlaflos machen. Dann ist es gut, wenn ihr euch ein bisschen auspowert oder körperlich verausgabt, dann seid ihr abends auch schön bettschwer. Aber dabei bitte achtsam bleiben und keine Risiken eingehen. Am 19. Januar spätabends geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Karrierehaus mit Saturn und Jupiter. Das heißt, Ende Januar und im Februar wird es voraussichtlich beruflich hoch hergehen und ihr müsst wichtige Entscheidungen treffen. Hier schon mal eine Vorwarnung, dass vom 30. Januar bis 21. Februar der Merkur rückläufig ist. Tütet deshalb wichtige Vereinbarungen lieber im Januar noch ein und haltet alles, was besprochen wird, schriftlich fest, denn im Februar könnten Leute ihre Meinung ändern. Wichtig ist noch der Vollmond am 28. Januar. Der ist spannungsgeladen, vor allem für die Aprilstiere. Vielleicht bekommt ihr Stress, weil berufliche Anforderungen zu Lasten der Familie gehen. Haltet euch das Wochenende nach diesem Vollmond für euer Privatleben frei. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborene und Zwillinge-Aszendenten. Spürt ihr schon die Auswirkungen der Sonnenfinsternis aus dem Dezember? Vor allem für diejenigen von euch, die zwischen dem 10. und 18. Juni Geburtstag haben, kann sich jetzt im Leben vieles ändern und das ist vielleicht schon seit 3 Monaten im Gange und kann sich auch während der nächsten 9 Monate noch für euch entwickeln. Das kann aber auch gelten, wenn euer Aszendent in den entsprechenden Graden des Zwillings ist oder andere wichtige Planeten. Deswegen muss man bei so einer wichtigen Sache eventuell auch das Geburtshoroskop oder eine Beratung zu Rate ziehen. Am besten, ihr denkt viel darüber nach, wie euer Leben in den kommenden 3 Jahren aussehen soll. Und das gilt jetzt für alle Zwillinge, damit ihr die Veränderungen aktiv mitgestalten könnt. Die Fantasie dafür schenkt euch Neptun. Der steht allerdings in Spannung zu euch und das heißt, ihr müsst eure Ideen und auch Angebote, die ihr jetzt bekommt, immer sorgfältig auch auf ihre realistische Machbarkeit prüfen. Das gilt auch für die Liebe. Gerade Anfang Januar kann es hier zu Unklarheiten kommen und ihr schätzt vielleicht eine Situation nicht richtig ein. Andererseits ist die erste Januarwoche für die Singles unter euch fantastisch zum Flirten. Aber es gilt weiterhin, Vertrauensfragen zu klären. Für die Gesundheit, das muss man sagen, kann Neptun eine Schwächung eures Immunsystems und Ansteckungsgefahr anzeigen. Seid deswegen im Januar besonders vorsichtig mit Kontakten und beim Flirten. Trotzdem, insgesamt bekommt ihr nun viel kosmischen Rückenwind und zwar langfristig. Denn Jupiter und Saturn befinden sich ja nun im Wassermann und bilden von dort für die kommenden 1 bis 3 Jahre hervorragende Aspekte zu eurer Sonne. Deswegen dürft ihr davon ausgehen, dass die meisten Veränderungen, die sich jetzt für euch ergeben, wohl im Endeffekt eine positive Entwicklung oder Verbesserung für euch bringen.
Wichtig zu wissen ist für euch auch, dass der Mars am 6. Januar spätabends in den Stier wechselt und sich dann zu Uranus und Lilith gesellt, die bei euch im 12. Haus ein bisschen versteckt stehen. Für das Zwillinge-Kollektiv kann das bedeuten, dass ihr im Januar und Februar öfter unruhig schlaft und tagsüber schlapp seid. Aber es kommt dabei auch sehr darauf an, wie der Mars sich zu eurem persönlichen Geburtshoroskop verhält. Viel Augenmerk liegt im Januar auf euren festen Beziehungen und finanziellen Verbindlichkeiten. Ab dem 8. Januar könnt ihr in dieser Hinsicht zu guten Einigungen kommen, sei es, dass es mit eurem Partner Finanzpläne für das neue Jahr zu besprechen gibt, sei es, dass ihr euch etwas Schönes gemeinsam anschafft oder sei es, dass ihr mit Finanzpartnern Gespräche führen wollt. Diese Themen werden besonders von dem Neumond im Steinbock am 13. Januar angeregt. Das kann ein gutes Datum sein, um ein neues gemeinsames Projekt mit dem festen Partner oder wichtigen Geschäftspartnern an den Start zu bringen. Oder um darüber nachzudenken, wie ihr verbindliche Beziehungen in Zukunft gestalten wollt und mit wem. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euch vertrauen könnt und dass die Basis stimmt. Eine kleine Warnung betrifft unerwartete Störungen aus dem Hintergrund. Vielleicht wird eine Information zurückgehalten oder jemand sät hinter eurem Rücken Zweifel. Das gilt für den 8. bis 18. Januar. Aber lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ihr seid auf einem guten Weg. Wenn ihr jemanden ganz neu kennengelernt habt, dann kann es allerdings ratsam sein, die Person, ihre Motive oder Hintergründe noch näher kennenzulernen. Am 19. Januar abends um 21.40 Uhr geht die Sonne in den Wassermann und steht dann für 4 Wochen günstig für eure Pläne und eure Persönlichkeitsentwicklung. Nutzt diese Zeit bis zum Ende des Monats, um berufliche, finanzielle oder auch private Vereinbarungen einzutüten, denn anschließend wird der Merkur rückläufig, und zwar ab dem 30. Januar. Vorher haben wir aber noch den Vollmond im Löwen am 28. Januar und der kann euch bei eurer Planung und euren Ideen für die Zukunft sehr schön inspirieren. Für die Singles ist das nochmal eine tolle Konstellation zum Flirten, wenn es denn Möglichkeiten dazu gibt. Sonst wenigstens online und zum Liebesnachrichten verschicken. Und für die Spirituellen unter euch ist es ein kraftvoller Vollmond für ein Heilungsritual, sei es für euch selbst oder für eure Klienten. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der Januar startet gleich mit vielen Liebesangelegenheiten, denn die Sonne im Steinbock aktiviert euer Partnerhaus und ab dem 8. Januar und für den Rest des Monats auch die Venus. Nehmt euch also Zeit für Menschen, die euch wichtig sind und sei es nur online. Man wird da ja manchmal ein bisschen faul, besonders wenn man es nicht so gewöhnt ist mit den Zoom-Meetings. Aber ich sage euch, ein Treffen mit Bild am Computer oder im Smartphone ist immer noch besser als gar keins. Vielleicht braucht ihr auch gar nicht viel dafür zu tun, sondern Familienmitglieder und Freunde melden sich bei euch und wollen mit euch Kontakt aufnehmen. Für die Singles wäre das ein toller Monat zum Flirten und Beziehungen, die ihr jetzt anbahnt, können sich sehr ernsthaft entwickeln. Ist natürlich blöd, dass wir immer noch mit vielen Einschränkungen zu tun haben, aber auch hier gilt, online ist besser als gar nicht. Sehr wichtig für euch ist, dass der Mars ab dem 6. Januar spätabends endlich den Widder verlässt und dann für die nächsten beiden Monate aus dem Stier heraus deutlich freundlichere Aspekte zu euch bildet als im letzten halben Jahr. Das ist auch beruflich eine angenehme Entwicklung, denn statt Widerstand, nervenaufreibenden Entscheidungen und viel Konfliktstoff kommt nun wieder mehr eine Stimmung auf, in der alle an einem Strang ziehen und man sich auch gemeinsam um originelle neue Lösungen für die bestehenden Probleme bemüht. Falls ihr zum Beispiel Schwierigkeiten habt, euch mit dem Homeoffice zurechtzufinden, können euch Freunde und Bekannte tatkräftig mit guten Tipps unterstützen. Für die Liebe und die Beziehungen ist die Phase vom 9. bis 24. Januar sehr günstig, verstärkt durch den Neumond im Steinbock. Am 13. Januar, der fällt in euer Partnerhaus. Das ist eine gute Zeit für seriöse Gespräche in euren Beziehungen. Eure Partner sind verlässlich und Vertrauen schafft die Basis für romantische Momente. Wenn ihr in dieser Zeit jemand Neues kennenlernt, dann wahrscheinlich ernsthaftere Menschen, die euch gefallen, weil sie zuverlässig sind.
Und wenn ihr noch alleinstehend seid, dann nutzt doch den Neumond für eine Wunschmeditation, wie ihr euch einen seriösen, passenden Partner oder Partnerin vorstellt. Gesundheitlich müssen weiterhin die Krebse der ersten Dekade auf sich Acht geben. Chiron fordert euch auf, eure Grenzen zu beachten. Viel Stress und Ärger könnten euch zum Beispiel auf den Magen schlagen. Deshalb achtet drauf, was euch gut tut. Das gilt längerfristig und darauf bin ich auch in meinem Jahrbuch genauer eingegangen. Am 19. Januar, spätabends, geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert beim Krebskollektiv den Bereich der festen Beziehungen und Verbindlichkeiten, wo jetzt auch Saturn und Jupiter stehen. Da ist im Januar ein möglicher Konflikt angezeigt aufgrund einer Entscheidung zwischen eurer festen Beziehung und einer Freundschaft. Ihr werdet vielleicht ein bisschen getestet, wie gut ihr zusammenhaltet. Lasst nicht zu, dass jemand aus dem Freundeskreis sich in eine Angelegenheit innerhalb eurer Partnerschaft einmischt. Ihr solltet die Nummer eins füreinander sein. Das ist besonders wichtig, weil sich in den Tagen darauf Venus und Pluto im Steinbock verbinden und das ist dann so ein ganz oder gar nicht Aspekt. Ihr könnt das sehr genießen, wenn ihr euch vertrauen könnt, auch in erotischer Hinsicht. Falls ihr in den letzten Wochen oder Monaten einen Flirt angefangen habt, kommt ihr euch nun vielleicht näher und das kann auch seelisch durch intensive Gespräche sein. Der Vollmond am 28. Januar beleuchtet das Thema eurer festen Beziehungen und auch eures Selbstwertgefühls. Noch einmal wird dann wichtig, dass ihr fest zusammenhaltet und euch gegenseitig immer genug Wertschätzung gebt. Für alleinstehende Krebse kann es in dieser Zeit auch um wichtige Vertragsverhandlungen oder Versicherungsangelegenheiten gehen, die viel Sorgfalt erfordern und zum Abschluss gebracht werden sollten. Ganz wichtig ist, dass ihr euch dabei nicht drängen lasst. Aber wenn ihr mit der betreffenden Vereinbarung einverstanden seid, dann unterschreibt sie möglichst noch vor dem 30. Januar, denn dann wird der Merkur rückläufig. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Für euch beginnt nun ein ganz neuer Lebensabschnitt, denn Jupiter und Saturn nehmen euch gewissermaßen ins Visier und ihr steht im kosmischen Scheinwerferlicht. Außerdem bilden sie einen Beziehungs- und Partnerschaftsaspekt und zeigen die Möglichkeit einer neuen Liebe, aber auch Prüfungen in Partnerschaften an. Nachdem in den letzten Jahren sehr viel Energie in eure beruflichen Anstrengungen ging, scheint nun euer Privat- und Liebesleben mehr in den Fokus zu rücken. Bis zum 8. Januar habt ihr noch eine sehr schöne romantische Phase und wenn ihr einen Partner oder Liebespartner habt, fühlt ihr euch bereit, gemeinsam die Zukunft zu meistern. Gleichzeitig aktiviert im Januar die Sonne euer Berufshaus, sodass ihr bestimmt mit vielen Aufgaben und Vorhaben ins neue Jahr startet. Viele von euch tragen Verantwortung, sei es für Mitarbeiter und deren gesundheitliches Wohlbefinden oder sei es für Kunden und Klienten. Und dann seid ihr meistens ganz kompromisslos und wollt die bestmögliche Lösung finden. Das wird nicht immer so einfach sein, vor allem wenn ihr weisungsgebunden seid. Oft seht ihr den richtigen Weg, aber die Frage ist, verstehen das auch die anderen? Ab dem 6. Januar spätabends wird der Mars für 2 Monate durch den Stier laufen und das kann zu zunehmender Anspannung führen. Er aktiviert dann euer Karrierehaus und es gibt viel zu tun, viele Entscheidungen zu treffen und auch euer Ehrgeiz ist geweckt. Doch es können dann auch Veränderungen sein, die von außen kommen, aktuell beispielsweise durch Covid-bedingte Einschränkungen, die eure Pläne durchkreuzen. Also, stellt euch darauf ein, dass es beruflich ab dem 8. Januar recht hektisch werden kann. Außerdem können euch kritische Aspekte von Mars, Uranus und Lilith ungeduldig und gereizt machen. Oder Vorgesetzte können ein sprunghaftes Verhalten zeigen. Oder es gibt viele Änderungen und Unsicherheiten bezüglich Regeln und Vorschriften. Das gilt besonders für die Löwen der ersten Dekade. Trotzdem bekommt ihr nun auch Möglichkeiten zu beweisen, was ihr drauf habt. Unterstützt werdet ihr dabei von der Venus, die ab dem 8. durch euer Berufshaus läuft und gute Aspekte zum Mars bildet. Das heißt, ihr bekommt Hilfe und Unterstützung aus dem Team oder von euren Mitarbeitern, sodass bei allem Stress auch schöne Erfahrungen von Zusammenhalt und gegenseitiger Hilfe möglich sind.
In diesem Bereich fällt auch der Neumond im Steinbock am 13. Januar und es kann durchaus sein, dass sich dann für euch beruflich oder auch was die Abläufe am Arbeitsplatz angeht, neue Chancen auftun. Nicht zuletzt kann das auch heißen, dass für euren besonderen Einsatz ein Bonus drin ist. Da solltet ihr gegebenenfalls nachfragen und zwar möglichst noch vor dem 30. Januar, denn dann wird der Merkur rückläufig. Am 19. Januar spätabends wechselt die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer kosmisches Partnerhaus. Spätestens jetzt rücken Beziehungsangelegenheiten energisch in den Vordergrund und das kann auch heißen, dass sich Partner oder Partnerin zu Wort melden und mehr Aufmerksamkeit von euch wünschen. Da sind durchaus Konflikte denkbar, wenn ihr zeitgleich beruflich stark eingespannt seid. Jetzt ist es wahrscheinlich für die Solo-Löwen angenehmer, denn die können weiterhin da Vollgas geben, wo sie gebraucht werden. Bei der starken kosmischen Energie im Partnerhaus können sich natürlich auch neue Beziehungen oder Flirts anbahnen und das trotz der sozialen Einschränkungen. Gegebenenfalls solltet ihr zum Flirten auch das Internet nutzen, das ist durchaus erfolgsversprechend. Aber möglich sind auch Begegnungen, die sich beruflich für euch ergeben und durch die sich dann ganz überraschend auch Flirtchancen auftun. Wichtig für euch ist der Vollmond im Löwen am 28. Januar, denn der fällt auf eure Beziehungsachse. Jetzt wird es spätestens Zeit, dass ihr den Berufsstress mal zurückstellt, um der Liebe oder dem Kontakt mit wichtigen Menschen mehr Raum zu geben. Ein Tipp der Sterne wäre noch, dass ihr gegen Ende des Monats in euren Beziehungen keine unklaren oder strittigen Themen aufwerft, denn am 30. wird der Merkur in eurem Partnerhaus rückläufig und dann können sich die Meinungen nochmal ändern. Haltet euch an das, was geklärt ist und was euer gegenseitiges Vertrauen stärkt. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ihr könnt euch in euren Beziehungen auf eine gute Zeit vom 8. Januar bis zum Ende des Monats freuen. Dann steht nämlich Liebesgöttin Venus günstig für euch. Das ist eine besonders innige und intensive Phase. Verlässlichkeit und Zusammenhalt werden dann zum Thema. Auch für sinnlich-erotische Erlebnisse ist diese Zeit ein Highlight. Singles tun sich nicht so leicht, neue Romanzen zu beginnen, ist ja im Moment auch klar, dass das schwierig ist. Aber wenn es doch funkt und ihr euch dann Zeit lasst und Vertrauen aufbaut, kann sich ein solcher Flirt zu einer langfristigen Beziehung entwickeln. Dabei gilt weiterhin, dass in der Liebe Vertrauensfragen eine große Rolle spielen, denn auch im neuen Jahr steht Neptun immer noch im Partnerhaus und zeigt, dass Fantasie und Romantik angeregt sind. Trotzdem sind manche Menschen nicht das, was sie zu sein scheinen. Vor allem neue Flirts, die euch um den Finger wickeln, sollten erstmal näher angeschaut werden. Ein wichtiges Thema ist, dass der Mars ab dem 6. Januar spätabends in den Stier geht und dann für 2 Monate günstige Aspekte für euch bildet. Das verheißt Power, Schwung und den Wunsch voranzukommen. Trotzdem gibt es im Januar auch kritische Aspekte. Der Mars wird nämlich von Saturn blockiert, der jetzt im Wassermann und damit beim Jungfrau-Kollektiv im Berufshaus steht. Das heißt, obwohl ihr in dieser Zeit viel Kraft und Vorwärtsdrang verspürt, werdet ihr öfter aufgehalten. Eure Kollegen oder, wenn ihr selbstständig seid, eure Mitarbeiter und Angestellten stellen sich möglicherweise quer oder halten sich nicht an Pläne. Oder ihr findet einfach keinen gemeinsamen Rhythmus. Lasst euch davon nicht beirren und lasst es darüber möglichst nicht zum Bruch oder zu einer Kündigung kommen. Ab dem 30. wird der Zusammenhalt besser, doch dann wird der Merkur rückläufig und es kann noch bis zum 21. Februar dauern, ehe alles wirklich rund läuft und letzte Missverständnisse aufgeklärt sind. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht weiterkommen könnt, sondern eben nur, dass ihr zeitweilig mit Hindernissen und Blockaden rechnen müsst. Andererseits steht ja auch Jupiter in eurem Berufshaus und das verheißt letztendlich ein Happy End, nämlich, dass ihr dann Erfolg habt, wenn ihr durchhaltet und euch nicht entmutigen lasst. Der Neumond am 13. Januar im Steinbock fällt in euer 5. Haus der Lebensfreude und Kreativität und ist auch gut für euer Liebesleben. Ihr könnt euch also zu diesem Neumond überlegen, was ihr in eurem Leben ändern oder neu anfangen wollt, um mehr Lebensfreude zuzulassen. Übrigens ist das auch ein toller Neumond, falls ihr mit einer neuen Sportart anfangen oder euch überhaupt mal wieder körperlich betätigen wollt.
Günstig sind ruhige und gleichmäßige Sportarten wie Wandern, Ausdauertraining oder Golf. Und falls ihr jetzt frei habt oder sowieso wegen Covid im Homeoffice arbeiten müsst, ist die Zeit um Mitte Januar ideal, um euch etwas mehr Freizeit zu gönnen und eure Batterien aufzuladen. Ab dem 19. Januar geht dann wieder mehr Energie in den beruflichen Bereich. Dann wechselt spätabends die Sonne in den Wassermann und aktiviert für die kommenden 4 Wochen euren Joballtag, aber auch Gesundheitsfragen. Sei es, dass sich Abläufe im Job aufgrund gesundheitlicher Erwägungen verändern oder sei es, dass ihr selbst mehr auf eure Gesundheit achten müsst. Solche Themen mögen lästig sein, sind aber wichtig. Immerhin habt ihr Neptun in Spannung zu eurer Sonne stehen. Das kann euer Immunsystem anfällig machen. Also gebt gut auf euch Acht. Auch der Vollmond am 28. Januar fällt in diesen Bereich und aktiviert gleichzeitig eure Heilerachse. Das ist besonders interessant für diejenigen von euch, die spirituell oder im Heilbereich arbeiten. Ihr habt nun vielleicht regen Zulauf und sucht und findet Möglichkeiten, euch selbst oder euren Klienten oder Patienten wertvolle Hilfe zu leisten. Der Vollmond würde sich auch gut für ein spirituelles Heilritual eignen. Am 30. Januar wird der Merkur rückläufig bis zum 21. Februar. Dann kann es im Berufsalltag oder auch bei medizinischen Diagnosen zu Fehleinschätzungen kommen. Deshalb schaut, dass ihr wichtige berufliche und gesundheitliche Termine noch vorher in den Januar oder in die Zeit nach dem 21. Februar legt. Hallo, ihr fabelhaften Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Für euch brechen nun rosigere Zeiten an, nachdem Jupiter und Saturn in den Wassermann gewechselt sind. Sie werden von dort aus für die kommenden 1 bis 3 Jahre super Aspekte für euch bilden und vieles wird leichter vorangehen als in den letzten Jahren. Im Januar wird es wahrscheinlich noch etwas Haken und einige Anstrengungen geben, vor allem in Bezug auf familiäre Angelegenheiten. Denn die Sonne im Steinbock aktiviert bei euch den Bereich des Privatlebens und der Familie und wahrscheinlich seid ihr aktuell ziemlich gefordert mit der Situation. Sei es, dass ihr euch besonders um ältere Familienmitglieder kümmern müsst oder dass ihr für euch alleine bleibt, was euch nicht so liegt. Immerhin bildet die Venus im Schützen noch bis zum 8. Januar liebevolle Aspekte für euch, sodass sich bestimmt viele Freunde und Bekannte über die Feiertage und auch zu Jahresbeginn bei euch melden. Ab dem 8. Januar steht die Venus dann auch in eurem Familienbereich und zeigt, dass dort viel Zusammenhalt herrscht und dass ihr Unterstützung erhaltet. Trotzdem zeigen die Planeten, dass es wohl auch viel zu tun gibt. Ein Konflikt kann sein, dass bei verschiedenen Beteiligten hohe Erwartungen herrschen, wer was regeln soll, aber keiner so recht den Anfang macht. Eine große Erleichterung ist sicherlich, dass ab dem 6. Januar spätabends der Mars nach 6 Monaten aus dem Widder und damit aus dem Konfrontationsaspekt zu euch herausgeht. Er wandert dann für 2 Monate durch den Stier. Das heißt, Gespräche im privaten Kreis, aber auch Verhandlungen mit Geschäftspartnern gestalten sich nun wieder angenehmer und sind weniger konfliktträchtig. Nur Chiron verbleibt weiterhin im Widder und zeigt besonders für die Geborenen der ersten Dekade, dass Gesundheitsthemen ihre Aufmerksamkeit fordern, entweder bei ihnen selbst oder beim Partner. Viel Energie geht auch in eure festen Partnerschaften und eure finanziellen Verbindlichkeiten sowie weiterhin in Familienangelegenheiten. Gut möglich, dass es Finanzielles oder Familiäres zu regeln gibt. Der Neumond am 13. Januar könnte eine Gelegenheit sein, einen Familienrat einzuberufen und Dinge zu besprechen, die gemeinsam in Angriff genommen werden sollen. Oder ihr denkt für euch selbst darüber nach, wie ihr bestimmte Abläufe oder auch die Verantwortung innerhalb der Familie gestalten und gerecht verteilen wollt. Außerdem verheißt der Neumond Heilungschancen für euch oder euren Partner. Beruflich scheint der Januar ein etwas ruhigerer Monat zu werden. Vielleicht wart ihr so schlau, eine Auszeit zu nehmen. Vielleicht ist aber auch Covid-bedingt weniger los. Gleichzeitig zeigen die günstigen Aspekte von Saturn und Jupiter, dass ihr viel über eure berufliche Zukunft nachdenkt. Das ist auch gut so. Saturn legt nahe, dass ihr langfristig denken solltet, also zum Beispiel, wo ihr in 3 oder sogar 7 Jahren stehen wollt. Jupiter zeigt, dass die Verwirklichung von Herzens- und Kreativprojekten noch dieses Jahr wichtig werden wird
Und damit könnt ihr sogar gute Umsätze erzielen. Und nicht zuletzt bedeutet der Jupiter-Aspekt auch, dass ihr Freude mit dem Nachwuchs habt oder dass ein Kinderwunsch in Erfüllung gehen kann. Ab dem 19. Januar spätabends geht die Sonne in den Wassermann und verstärkt dann für die kommenden 4 Wochen diese Einflüsse und Inspirationen. Ein Wermutstropfen kann sein, dass Verpflichtungen in euren festen Beziehungen und auch finanzielle Erwägungen diesen kreativen Fluss stören könnten. Lasst euch davon nicht verunsichern. Setzt euch Ziele, was ihr langfristig erreichen wollt, und betrachtet mögliche Schwierigkeiten als einen Test, ob ihr wirklich an eure Sache glaubt. Der Vollmond am 28. aktiviert eure Kreativitätsachse und lässt euch das Gute und Positive in euren Ideen stärker wahrnehmen. Auch der 29. ist noch ein Top-Tag, um eure Ideen und Kreationen beispielsweise in euren Social Media zu präsentieren oder sie mit vertrauten Freunden zu besprechen. Falls sich die Möglichkeit ergibt, ein Herzensprojekt auf den Weg zu bringen und dafür eine Vereinbarung unterzeichnet werden muss, dann macht das noch im Januar, denn ab dem 30. wird der Merkur für gut 3 Wochen rückläufig. Wenn ihr noch nicht sicher seid, wartet diese Phase noch ab, denn vielleicht wollt ihr auch selbst noch etwas an eurem Projekt verändern, bevor ihr es der Welt zeigt. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Für euch kann es in der Liebe und in den Beziehungen im Januar heiß hergehen. In eurem Partnerhaus steht ja langfristig Uranus und der wird jetzt verstärkt von Lilith, und am 6. Januar, spätabends, geht dann auch noch der Mars in den Stier und gesellt sich ebenfalls dazu, und das für die nächsten beiden Monate. Das heißt, es geht ganz viel kosmische Energie in Begegnungen und Beziehungen. Für euch kann es auch bedeuten, dass euch die derzeit noch wirksamen Einschränkungen durch Covid sehr auf die Nerven gehen und ihr ein extremes Bedürfnis danach verspürt, die Freiheit zu haben, Leute zu treffen. Oder aber ihr findet euch damit ab, aber ihr kommt irgendwie in Kontakt mit faszinierenden Menschen, die euch aus der Reserve locken wollen und ihrerseits nach Freiheit rufen. Für Singles stehen die Sterne im Januar eigentlich super prickelnd und könnten auch den Beginn einer Affäre und viel Erotik anzeigen. Lilith kann euch in Kontakt mit euren tiefsten Sehnsüchten bringen und helfen, Tabus zu überwinden. Ist eben nur die Frage, ob ihr überhaupt die Chance habt, euren derzeitigen Flirtpartner physisch zu treffen. Weil aber Uranus im Partnerhaus auch der Planet des Internets ist, kann es durchaus auch virtuell und online für euch heiß hergehen, wenn ihr euch darauf einlassen könnt. Für die Skorpione in festen Beziehungen könnte die Partnerschaft auf die Probe gestellt werden und Gefühle von Eifersucht könnten sie plagen. Das ist eine Zeit, in der sich Impulskontrolle lohnt. Wenn eure Beziehungen allerdings bereits angeschlagen sind oder sich in einer kritischen Phase befinden, kann es zum Bruch kommen, und das empfindet ihr dann vielleicht sogar als Befreiung. Das alles gilt besonders für die Oktoberskorpione. Andererseits haben wir einen schönen, leidenschaftlichen Aspekt von Venus und Mars vom 8. bis 18. Januar. Insofern kann vielleicht eine Versöhnung im Bett noch so einiges retten. Also achtet auf eure Beziehungen. Und wenn ihr nichts draußen unternehmen könnt, kann das vielleicht sogar ein Segen sein, denn dadurch geratet ihr oder euer fester Partner auch nicht auf Abwege. Anspannungen können aber auch durch Familienangelegenheiten kommen. Vielleicht befindet ihr euch im Umzugsstress oder es gibt etwas zu Hause zu reparieren oder ältere Familienmitglieder bedürfen besonderer Zuwendung, und das ist anstrengend. Beruflich könnt ihr einiges reißen, aber ihr müsst aufpassen, weil der Mars euch ungeduldig machen kann. Vor allem, wenn Kollegen oder Teammitglieder euch ständig mit neuen Vorschlägen überraschen. Oder ihr seid durch die technische Umstellung auf Homeoffice und Online-Konferenzen gefordert. Aber das solltet ihr nicht als persönlichen Angriff sehen, denn es sind möglicherweise einige Anregungen dabei, die aufzugreifen sich durchaus lohnen würde. Ab dem 8. Januar unterstützt euch für den Rest des Monats die Venus. Sie bildet Freundschaftsaspekte und geht durch euer drittes Haus der Kommunikation. Wenn ihr ein bisschen geschickt taktiert und verhandelt, könnt ihr einige Erfolge für euch erzielen und sogar auch zunächst störrische Verhandlungspartner ins Boot holen. Vor allem, wenn ihr im Verkauf tätig seid und nun vielleicht neue Wege sucht, euch online aufzustellen, könnt ihr dabei auf gute und lukrative Lösungen kommen.
In diesen Bereich fällt auch der Neumond am 13. Januar im Steinbock, der ebenfalls nahelegt, falls nötig, geschäftlich neue Wege zu gehen. Am 19. Januar spätabends geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert den privaten Bereich und Familienangelegenheiten bei euch und dabei auch Saturn und Jupiter. Das heißt, falls es viel Stress bei euch daheim gibt, müsst ihr da erstmal durch. Und besonders rund um den Vollmond am 28. können Gefühle hohe Wellen schlagen. Aber wenn ihr dann zusammenhaltet, wird euch das als Familie oder als Paar enorm stärken. Außerdem zeigt Jupiter, dass es direkt im Anschluss ein Happy End geben kann. Deshalb nehmt euch das Wochenende nach dem Vollmond unbedingt Zeit für eure Lieben. Wichtig ist, dass ihr möglichst keine heiklen Themen auf den Tisch bringt, denn am 30. wird der Merkur im Familienhaus rückläufig und dann können sich Meinungen ändern oder Missverständnisse auftreten. Betont das, was euch zusammenhält und zeigt euch verbindlich und wertschätzend. Klärende Gespräche sind ab dem 21. Februar wieder angesagt. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Einige von euch starten ganz verliebt ins neue Jahr, denn die Venus steht noch bis zum 8. Januar in eurem Zeichen. Aber Vorsicht vor dem Quadrat zu Neptun, da kann auch manche Illusion dabei sein. Wenn ihr zwischen dem 10. und dem 18. Dezember Geburtstag habt, steht ihr unter dem Einfluss der Sonnenfinsternis vom 14. Dezember 2020. Die kann eine große Veränderung in eurem Leben anzeigen. Eine neue Liebe, einen neuen Job, einen Umzug oder mehreres davon. Und das kann auch durch einen vorhandenen oder neuen Liebespartner in euer Leben kommen. Diese Veränderungen können bereits seit 3 Monaten im Gange sein oder sich in den kommenden 9 Monaten noch entfalten. Und wenn es sich um ein Beziehungsgeschehen handelt, dann kann es sein, dass euer Partner euch den Weg in die Zukunft weist und ihr möglicherweise von einem eigenen Ziel oder Plan loslassen müsst. Das kann aber zu eurem Besten sein, also seid offen für diese Möglichkeit. Wenn ihr im November Geburtstag habt, empfangt ihr nun die günstigen Aspekte von Saturn und Jupiter, die euch anregen, über eure berufliche Weiterentwicklung nachzudenken und neue Pläne zu machen. Falls ihr von der Covid-Problematik betroffen seid, stehen die Chancen gut, dass ihr durch eine Neuausrichtung oder Weiterbildung wieder vorankommt und euch finanziell erholt. Für alle Schützegeborenen sind die Tendenzen der Finanzen im Januar ein großes Thema. Denn am 8. Januar geht die Venus in euer Geldhaus, in den Steinbock, und auch der Neumond am 13. Januar im Steinbock fällt in diesen Bereich. Vielleicht steht es also zum Beispiel an, dass ihr Inventur macht oder die Steuererklärung vorbereitet oder, falls möglich, Hilfsanträge für finanzielle Unterstützung stellt. Die Sterne stehen auch gut für Neuanschaffungen und Investitionen. Vielleicht habt ihr zu Weihnachten auch Geld geschenkt bekommen und kauft euch nun was Schönes. Beruflich sind die Tendenzen etwas durchwachsen, denn einerseits seid ihr, wie gesagt, durch Saturn und Jupiter inspiriert, ehrgeizig und bereit, eure Zukunft in die Hand zu nehmen. Andererseits gibt es unvorhergesehene Störungen am Arbeitsplatz. Der Mars zieht am 6. Januar spätabends in den Stier. Das ist beim Schütze-Kollektiv der Bereich der Arbeit und Gesundheit. Und da bildet er dann Spannungsaspekte zusammen mit Lilith und Uranus. Deshalb ist die zweite Monatshälfte etwas kritisch am Arbeitsplatz. Da kann es zu Stress mit den Kollegen kommen, weil man sich nicht über Vorgehensweisen einigen kann. Oder falls ihr selbst in der Chefposition seid, sind eure Mitarbeiter möglicherweise fahrig und ängstlich. Wenn ihr dann beruhigend und verständnisvoll agiert, erreicht ihr am meisten. Das müsstet ihr aber hinbekommen. Am 19. Januar spätabends geht die Sonne in den Wassermann und steht anschließend für 4 Wochen günstig und freundschaftlich. Ihr habt dann viele Aspekte, die unterstützend und lösungsorientiert wirken. Wenn ihr freundlich und zugewandt kommuniziert, könnt ihr viel erreichen, sowohl privat als auch beruflich. Falls es Vereinbarungen abzuschließen oder zu unterschreiben gibt, tut das möglichst noch vor dem 30. Januar, denn danach wird der Merkur für 3 Wochen rückläufig. Gesundheitlich müsst ihr ein bisschen auf euch Acht geben. An sich seid ihr stabil und vital, aber der Mars zeigt heftige Immunreaktionen an, falls ihr euch ansteckt oder verletzt, also Vorsicht. Davon abgesehen bleiben die Aspekte bis zum Monatsende angenehm. Der Vollmond am 28. Januar steht günstig,
kann aber ein ganz heftiges Fernweh in euch wecken. Die derzeitige Lage mit ihren Einschränkungen macht euch natürlich zu schaffen, wenn ihr typische Schützen seid, die sich gerne in der Welt herumbewegen und verreisen. Aber ihr habt allen Grund, optimistisch zu sein. Deshalb macht lieber Pläne, was ihr unternehmen werdet, sobald die Lage sich entspannt, als darüber nachzudenken, was gerade alles nicht geht. In der Liebe ist dieser Vollmond übrigens für Singles eine schöne Flirtkonstellation. Und ihr habt ja generell noch das ganze Jahr über erhöhte Chancen, einen besonders wichtigen Menschen kennenzulernen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten, und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Januar Geburtstag habt. Es kann ein ausgesprochen produktiver und in der Liebe auch leidenschaftlicher Monat für euch werden. Die Sonne in eurem Zeichen macht euch vital bzw. hilft euch beim Regenerieren von den Anstrengungen des letzten Jahres. Besonders günstig sind die Konstellationen für die Geborenen der ersten und zweiten Dekade. Wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid, dann habt ihr weiterhin mit Pluto zu tun und müsst auf eure seelische und körperliche Gesundheit achten. Gleichzeitig kann Pluto einen Zuwachs an Macht, Erfolg und Einfluss mit sich bringen, aber das ist eben sehr anstrengend. Genaueres dazu findet ihr in meinem Jahrbuch, und gegebenenfalls würde sich da auch eine persönliche Beratung lohnen. Generell gilt für die Steinböcke, falls ihr euch ausruhen und entspannen wolltet, nutzt dafür die erste Woche des Monats, denn ab dem 7. ist eine Menge für euch los am Sternenhimmel. Am 6. Januar, spätabends, geht der Mars nach 6 langen und anstrengenden Monaten im Widder endlich in den Stier und bildet dann für 2 Monate stärkende und vitalisierende Aspekte zu eurer Sonne. Gleichzeitig fallen Konfliktpotenziale weg, die vielen von euch im letzten halben Jahr zu schaffen gemacht haben. Wermutstropfen ist, dass der Mars gleich als erstes Spannungsaspekte zu eurem Herrscher Saturn bildet. Es kann also sein, dass ihr euch anfangs noch blockiert oder erschöpft fühlt. Aber die Venus bildet vom 8. bis 18. herrliche Aspekte zu Mars, Uranus und Lilith. Das kann sehr inspirierend sein. Und es ist auch ein ganz toller Aspekt für die Liebe und Leidenschaft. Viele Steinböcke waren im vergangenen Jahr stark mit sich selbst beschäftigt, und wenn ihr dazugehört, dann wird es jetzt Zeit, dass ihr euch wieder mehr für das Zusammensein mit euren Lieben öffnet und für sie da seid. Und das wollt ihr doch bestimmt auch nach all den Anstrengungen. Für Singles sind es auch tolle Aspekte zum Flirten. Uranus ist beteiligt, das ist auch der Planet des Internets, insofern kann es sich lohnen, online zu flirten. Andererseits ist auch Lilith dabei, und die wiederum sucht das Authentische und Echte. Schwer zu sagen, wie sich diese Aspekte unter den gegebenen Umständen entfalten, aber die Liebe kann schon einen überraschenden Weg zu euch finden. Ihr könnt mir das gerne hier unter dem Video mal posten, wie sich euer Liebesleben entwickelt. Normalerweise würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt Geburtstag habt, dann schmeißt eine Riesenparty, aber es ist ja nicht wahrscheinlich, dass wir dann schon wieder in die Vollen gehen können. Aber im kleinen Rahmen wird bestimmt was gehen. Jedenfalls werdet ihr merken, dass eure Freunde und Familienmitglieder an euch denken und mit euch in Kontakt treten wollen. Ich würde euch an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit eines Zoom-Meetings mit vielen Leuten ans Herz legen. Das macht mehr Spaß, als man denkt, wenn man sich dazu mal aufrafft. Und wenn ihr einen Liebespartner habt, könnt ihr doch zumindest ein romantisches Dinner zu zweit genießen. Falls ihr Kinder habt, werden die sich bestimmt eine tolle Überraschung für euch einfallen lassen. Der Neumond am 13. Januar im Steinbock ist der für euch wichtigste im ganzen Jahr. Er steht in Konjunktion mit Pluto und ist daher sehr wirkmächtig. Es würde sich also wirklich für euch lohnen, eine Wunschmeditation oder ein Ritual für euch selbst abzuhalten. Damit könnt ihr eure Vorhaben und Wünsche für das neue Jahr mit einer starken kosmischen Energie aufladen. Am 19. Januar um 21.40 Uhr verlässt die Sonne dieses Jahr den Steinbock und zieht weiter in den Wassermann. Sie aktiviert dann beim Steinbock-Kollektiv für 4 Wochen den Geldbereich, wo jetzt auch Saturn und Jupiter stehen. Langfristig stehen große und wichtige Geldentscheidungen an, Investitionen, aber auch Sparpläne. Auch der Vollmond am 28. Januar im Löwen beleuchtet Fragen rund um eure Werte, euer Selbstwertgefühl und Finanzverträge. Möglich, dass beispielsweise eine gemeinsame Finanzentscheidung mit dem festen Partner starke Emotionen auslöst.
dann solltet ihr geduldig und verständnisvoll darauf eingehen. Am 30. Januar wird der Merkur in eurem Geldhaus rückläufig. Deshalb solltet ihr Fragen rund um die Finanzen oder diesbezügliche Entscheidungen noch vorher klären oder sonst wieder ab dem 21. Februar. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Für euch brechen ganz besondere Zeiten an, denn Saturn und Jupiter wandern nun durch euer Zeichen und verheißen für die nächsten 1 bis 3 Jahre Erfolg und Wachstum, aber auch steigende Verantwortung. Der Kosmos schenkt euch Glück und Disziplin. Wenn ihr durch Corona Verluste erlitten habt, könnt ihr die wieder ausgleichen. Wenn es sowieso gut für euch lief, sollte es jetzt noch besser laufen. Allerdings heißt Saturn ja immer, dass man sich sehr anstrengen und seine Kräfte gut einteilen muss. Die Herausforderung ist dabei, dass gleichzeitig Uranus stressige Aspekte zu eurer Sonne bildet. Das gilt vor allem, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Genießt die erste Woche des Monats, denn die Liebesplaneten Venus und Mars stehen dann noch günstig zu euch. Aber beide wechseln zum 7. und 8. hin das Zeichen. Die Venus geht dann in den Steinbock und zieht sich beim Wassermann-Kollektiv in das versteckte 12. Haus zurück. Das könnte bedeuten, dass es in der Liebe etwas ruhiger wird, speziell für Wassermann-Aszendenten. Fast noch wichtiger ist der Wechsel von Mars, der nach 6 Monaten im Widder in den Stier geht und dann gleich die Spannungsaspekte von Uranus und Lilith aktiviert. Das heißt, der Rest des Monats ist dann von Unruhe und Aktivitäten gekennzeichnet, die überraschend und unerwartet sein können. Es können Schwierigkeiten mit Söhnen oder Töchtern auftreten, die vielleicht bockig sind und ihre eigenen Wege gehen wollen. Und das gibt euch dann zu denken, denn vielleicht würdet ihr auch selbst am liebsten eigene Wege gehen, könnt euch aber von allen möglichen Verpflichtungen nicht befreien. Deswegen könnt ihr jetzt schon gleich im Januar üben, wie wichtig es ist, eure Zeit und eure Kräfte gut einzuteilen und dabei auch Lücken im Terminkalender zu lassen, weil sich Pläne eben plötzlich ändern können. Sowohl privat wie auch beruflich müsst ihr darauf achten, dass ihr in euren Entscheidungen nicht zu radikal und endgültig seid. Und das kann vor allem dann passieren, wenn ihr zu sehr unter Druck geratet. Besonders in der zweiten Januarhälfte wäre es vielleicht ratsam, endgültige Entscheidungen nochmal zurückzustellen. Es kann auch sein, dass die Familie und euer Partner sich einig sind und an einem Strang ziehen und euch schon gar nicht mehr fragen, weil ihr so sehr mit irgendwas anderem beschäftigt seid. Auch darüber könntet ihr euch ärgern. Deswegen nehmt euch auch Zeit für Privates, selbst wenn der berufliche Ehrgeiz euch jetzt packt und ihr schon vielversprechende Visionen für eure Zukunft habt. Wenn ihr spirituell arbeitet, sieht es besser aus, denn ihr habt dann bei eventuellen Problemen gute Unterstützung aus der geistigen Welt. Falls ihr Klienten habt, könnt ihr euch über Erfolgserlebnisse freuen. Auch spirituelle Partnerschaften oder eine Liebe, die von Spiritualität geprägt ist, können im Januar aufblühen. Der Neumond vom 13. Januar im Steinbock verstärkt diese Tendenzen und ihr könnt ihn gut für ein magisches oder spirituelles Ritual nutzen. Am 19. Januar um 21.40 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Wassermann und stärkt dann für die kommenden 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Sie wird allerdings gleich als erstes nochmal die Stressaspekte zu Saturn, Mars, Lilith und Uranus aktivieren. Aber das kann euch dann wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Bleibt dran und zieht euer Ding durch, denn zum Ende des Monats hin wird sich die Sonne mit Jupiter verbinden und das ist ein riesen Glücksaspekt für euch. Davon profitieren alle Wassermann-Geborenen. Und wenn ihr zwischen dem 27. und 29. Januar Geburtstag habt, wirkt diese Glückskonstellation für euer ganzes neues Lebensjahr. Der Vollmond am 28. im Löwen aktiviert bei euch die Beziehungsachse. Deshalb solltet ihr euch an dem Donnerstag und Freitag Zeit für die Liebe nehmen, wenn ihr einen Liebespartner habt. Der Vollmond und das Wochenende wären normalerweise auch eine schöne Partykonstellation. Aber trotz Einschränkungen wird irgendetwas für euch sicher möglich sein und wenn es nur im kleinen Kreis ist oder eine nette Geburtstagsüberraschung. Gerne möchte ich auch ein Zoom-Meeting euch mit vielen Leuten empfehlen. Das macht auch Spaß. Ab dem 30. Januar wird der Merkur für 3 Wochen rückläufig. Am besten, ihr plant alle Aktivitäten zum Geburtstag vorher noch.
Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ihr startet mit einem schönen Freundschaftsaspekt ins neue Jahr. Ich habe ja im Dezember-Horoskop angesprochen, dass der Neumond mit der Sonnenfinsternis Gedanken über eure berufliche Zukunft angeregt hat. In den ersten Januartagen habt ihr eine gute Phase, um darüber nachzudenken und die empfangenen Inspirationen zu sortieren und auf Realitätstauglichkeit zu prüfen. Vielleicht auch im Gespräch mit Vertrauten. Die Venus aktiviert auch noch euer Karrierehaus und schenkt euch eine optimistische Haltung. Am 6. Januar spätabends verlässt der Mars den Widder und zieht weiter in den Stier. Dort bildet er für 2 Monate günstige Aspekte für euch. Und kurz darauf, am 8., wechselt die Venus in den Steinbock und die beiden Liebesplaneten bilden dann tolle Aspekte zu eurem Zeichen. Insofern kann der Januar ein sehr liebevoller Monat werden, vor allem wenn ihr schon einen Liebespartner oder Partnerin habt. Auch die Singles unter euch haben interessante Flirtsterne, aber aufgrund der aktuellen Einschränkungen habt ihr natürlich nicht so viel Bewegungsfreiheit wie sonst. Trotzdem können sich überraschend Flirts ergeben und im einen oder anderen Fall kann es auch eine Person sein, die ihr bereits gut kennt oder mit der ihr bereits befreundet seid. Diese Tendenz ist besonders intensiv vom 8. bis zum 18. Januar. Auch beruflich und finanziell kann es ein erfolgreicher Monat werden, besonders für die Freelancer unter euch, die in lockeren und freien Teams zusammenarbeiten. Vergesst nicht, dass Chiron in eurem zweiten Haus euch dazu auffordert, über euer Verhältnis zum Geld nachzudenken und eure Glaubenssätze diesbezüglich zu überprüfen. Gerade jetzt im Januar gibt es mehrere Aspekte, die euch dabei helfen können, zu bekommen, was euch zusteht. Auch eine Heilung für euer Verhältnis zum Geld oder euer Selbstwertgefühl ist möglich. Deswegen scheut euch nicht zu verhandeln, wenn das ansteht. Das wird euch gut tun. Seitens eurer Freunde erhaltet ihr viel Rückhalt und Zuspruch. Ihr erlebt, was es heißt, wenn man sich auf gute Freunde verlassen kann. Auch der Neumond im Steinbock vom 13. Januar fällt in den Bereich eurer Freundschaften und des beruflichen Netzwerks. Vielleicht entsteht in diesen Tagen ein wichtiges neues Projekt für euch. Da kann sich ein Team formen, mit dem ihr viel erreichen könnt. Oder ihr denkt darüber nach, mit welchen interessanten und verlässlichen Kontakten aus eurem Netzwerk ihr etwas Tolles auf die Beine stellen könnt. Möglich auch, dass ihr Förderer oder Mentoren findet, die euch unterstützen. Der Neumond leitet eine beruflich sehr gute Phase in der zweiten Monatshälfte ein. Ihr seid dann geistig sehr angeregt und könnt ausgesprochen mutige und mitreißende neue Ideen entwickeln. Auch wenn ihr spirituell arbeitet, kommen euch nun wunderbare Eingebungen und Erkenntnisse. Am 19. Januar spätabends geht die Sonne dieses Jahr in den Wassermann und aktiviert dann beim Fische-Kollektiv das 12. Haus der Spiritualität und Abgeschiedenheit. Das kann bedeuten, dass ihr in den 4 Wochen darauf öfter mal den Wunsch verspürt, euch zurückzuziehen. Vielleicht braucht ihr auch mehr Schlaf und Ruhe als sonst und diesem Bedürfnis solltet ihr dann auch nachgeben. Das ist auch für eure Gesundheit wichtig. Ihr seid sehr sensibel und solltet euch möglichst keinen Ansteckungsgefahren aussetzen, besonders wenn ihr direkt unter dem Einfluss von Neptun steht. Und welche Geburtstagskinder davon betroffen sind, das könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen. Sehr inspirierend sind die Aspekte für alle Fische, die spirituell arbeiten. Wenn ihr auf diesem Weg Meisterschaft erlangen wollt, dann könnt ihr euch dem in den kommenden 1 bis 3 Jahren intensiv widmen. Wertvolle Eingebungen über euren spirituellen Weg empfangt ihr jetzt im Januar rund um den Vollmond am 28. Der aktiviert nämlich eure Spiritualitäts- und Heilerachse und eignet sich auch für ein Vollmondritual. Gleichzeitig hält aber euch auch eure gute berufliche und finanzielle Phase weiter an und das sogar noch bis Anfang März, wobei vom 30. Januar bis 21. Februar der Merkur rückläufig wird. Wichtige Abschlüsse und Vereinbarungen und Unterschriften solltet ihr also entweder bis Ende Januar tätigen oder dann wieder ab dem 21. Februar. Und hier ist für euch mein Serviceteil mit meiner Verlosung und mit neuen Terminen für euch. Alle meine Horoskopprodukte, Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com/astroberatung und die verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung.
Mein nächster Livestream ist am Sonntag, den 10. Januar um 21 Uhr und da geht es dann um den Transformationsneumond am 13. Januar. Der hat nämlich ganz besondere Kräfte, die man gut für eine Wunschmeditation nutzen kann. Im Livestream gibt es auch wieder ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, euch außerdem mitteilen zu können, dass ich als Astrologin in der ARD-Silvestershow vertreten sein werde. Am 31. Dezember ab 20.15 Uhr. Die Sendung dauert 4 Stunden und ich darf für 5 der Künstler einen kurzen Blick ins Jahreshoroskop werfen, unter anderem für DJ Ötzi und Beatrice Egli. Also, schaut doch mal rein! Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Zum Einstieg ins neue Jahr verlose ich eine schriftliche Jahresvorschau als PDF und die enthält die Transite für die kommenden 12 Monate, berechnet und gedeutet auf euer individuelles Geburtshoroskop. Wenn ihr mitmachen wollt, postet mir bitte euren Kommentar hier. Zum Beispiel interessiert es mich, ob die Vorhersagen für euch passen und was ihr mit den Sternen so erlebt und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal oder teilt meine Videos in euren Social Media. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euch automatisch benachrichtigen lassen, wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den Februar. Hier geht's zum Kanalabo. Unbedingt empfehlen möchte ich euch das neue Interview mit Christoph Niederwieser, Aufbruch in die Luftepoche. Außerdem das Video mit dem Livestream zur großen Konjunktion und zur Christuskonstellation und natürlich das große Jahreshoroskop 2021. Ich wünsche euch schöne Feiertage und alles Gute mit den Sternen.